Alpencross 22. Ja. Vom Brenner sonst wohin. Ja, Biene und Dirk, ein bisschen gemütlicher. Die ersten 100 Meter sind immer die letzten. Ich habe schon Puls 170. Was ist das? Das hat mir zu viele Wurzeln hier. Goldkettle ist wieder da. Yippie. Yippie. Endlich wieder radeln. Die hat zu viel Krafttraining gemacht. Das Gruppetto ist schon ziemlich auseinandergerissen. Ich glaube, wir müssen da oben mal warten. Vor ein paar Tagen hatte ich noch Steinböcke. Jetzt sind es Ziegen. Na gut. Kettle, fahr du mal vor, die haben spitze Hörner. Ja, und jetzt? So ein neugieriges Zieglein. Ja, jawohl. Nicht das da, das brauche ich noch. An der neuen Radhose, das machen wir nicht. Jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich hier durch. Macht Platz. Tschüss. Schuh. Hängt jetzt das Regnen an. Ich glaube, es nieselt ein bisschen. Die Wolken schauen auch ganz schön dunkel aus da. Im T-Shirt, das ist ein bisschen kalt. Das ist halt ja hart. 700 Höhenmeter nicht ausdrücken. Die Claudia wollte überhaupt nicht anhalten. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Claudia ist gedopt. Ganz allen Fall von Doping. Ich glaube auch, das war... Was hast du genommen? Hätten Sie nicht Ihren Bunker ein bisschen hübscher machen können? Und jetzt hier reingeflüchtet vor dem ein bisschen Hagel oder was? Ich wollte mal Guidos Deko-Queen reinschicken. Ja, da draußen ist aber auch gerade ein bisschen widerlich. Hinter uns, vor uns, neben uns. Vielleicht sollte man nochmal die Regenjacke in Betracht ziehen. Und am besten noch den eingebauten Blitzableiter. Es hagelt mir auf den Kopf. Das ist genau wie bei der Mont Blanc-Runde. Kann man ja gerne. Ah, ein Auge, ihr Schweine. Ihr Schweine. Boah, es tut ein bisschen weh. Aber es klingt schön. Das ist nur ganz kurz. Das ist die Flucht vor dem Gewitter. Hau ihn raus! Hau ihn raus! Es fuhr einmal in Gossensass ein Auto durch eine Soßengasse, so dass die ganze Gassensoße sich über die Insassen goss. Tada! Immerhin keine Blumenerklärungen. Das ist eine akademische Ausbildung. Gut, super! Komm jetzt mal fahren, Gewitter kommt! Geh schneller! Wo ist mein Latte Macchiato? Meine Hose ist noch. Wo ist mein Regenschirm? Hier ist ein Kaffee, willst du da mal kurz reingehen? Nein, ich muss mal gucken. Ah. Kaffee. Ja, Kaffee. Es regnet. Ist das die Belohnung?
wie beim Cabrio fahren ab 100 km/h, kriegst keinen Regen ab. Wuhu! Jeha! Wuhu! Das Ding ist ein bisschen leer, wenn es regnet. Ich glaube hier durch und dann die nächste rechts. Schreckensstarres Gesicht. In dem Blick auf das Falterjöchl. Ah, ja, genau. Es sind nur 1300. Die Verfolger kommen schon da unten. Eieieiei. Wenn der E-Biker den Trail rauffahren kann, dann können wir das schon lange. Das können wir. Das können wir. Aber war das nicht ein E-Bike? Das war ein E-Bike, ja. Mit 500 extra Watt. Na, schauen wir mal, wo der Dick die 500 Watt jetzt herholt. Es geht nicht. Wo ist mein Motor? Das Falserjöchel. Dem fehlen die obersten 100 Höhenmeter Forststraße. Aber so ist es auch ganz schön. Dann geht es ja gleich weiter bergauf hinter dem Joch. Super. Auf in die Dolomiten. Ich glaube, da hinten sind sie schon. Juhu. Ein Wanderer-Highway, das Stornermandel. Und hinter dir? Sag einmal. Aber auch nur, weil die Gondel schon läuft, ha? Ist das hier Arbeitsverweigerung oder was? Wir sind noch nicht am Gipfel, der ist da. Hier ist die Hängematte. Das ist nicht gestattet. Ah, verstehe. Vielleicht ist es doch gestattet. Einer schaukelt zwei Radeln. Jetzt fahren wir mal nach auf den Gipfel rauf. Da noch Platz am Gipfel oder müssen wir wieder umdrehen? Oh mein. Da sind ja die Spornermandel. Der Gipfel ist in Sicht. Der Kinderwagenslalom. Ja. Und Schlangenslalom. Ja. Ah. Es war hart. Du bist wirklich auch immer viel schön. Ja, toll. Bergheil. 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 Gefällt der Claudia aber dieser Typ. Wuhu! Team macht ein kleines Nickerchen. Das ist so ein Minigondel und dafür zahlst du 19 Euro pro Nase. Boah, die schönen Geißlerspitzen. Skifahren hier. Skifahren spielen auf der Piste. Knieschützer, Knieschützer. Der Mann macht's richtig. Die Frau macht's auch richtig. Auf die Maus.
Also, ja, wie soll ich denn jemals in meinem Leben wieder ohne dich Mountainbiken? Ich liebe sie. Wir möchten sie einfach. Ist das geil. Das hat was. Naja, vom Würzjoch zum Gömerjoch. Ohne Schieben geht da nichts. Hauptsache lachen. Bei dem tollen Wetter heute. Jiha. Regnet doch gar nicht. Schau da oben. Das ist das Joch der Trollblumen. Wie laufst denn du hier rum? Dein Leibal hängt im Fetz. Hast du nicht richtig aufgehängt? Was ich? Jetzt bin ich wieder schuld. Das wird jetzt das Trollblumenfoto. Warte, Claudia. Ein Herz für Tiere. Was hat es bekommen? Schafgarbe. Oh, kriege ich auch Schaf? Nein, ich hätte eigentlich lieber gerne einen Burger. Hier ist der Trail. Die Biene könnte es machen, die hat das kleinste Fahrrad. Da oben entlang und dann einen Drop übers Mühlrad. Okay. Das ist doch genau das richtige Bikewetter hier. So ein Scheiß. Bei Regen fahre ich nicht. Mitgehangen, mitgefangen. Morgen! Ja, genau. Ja, man kann auch mal ein bisschen Straße fahren, oder? Ja. Passo Valpaola hat eigentlich schönere Aussicht auf der Straße als auf der Piste. So, ich fürchte, das Begleitfahrzeug fährt jetzt wieder und ich fahre damit. Bis oben. Tschüss. Auf den letzten Metern noch davon gesprintet. Los, das schaffst du noch. Passo Valparola. Leider gibt es hier keinen Latte Macchiato. Der kriegt keine Motorräder. Da kommt der Picknickkorb aus dem Begleitfahrzeug. Sehr praktisch. Getränke, gekühltes Essen. Ein bisschen was los am Passo Falzarego.
ist denn hier? Keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Aber es fahrt 200 Höhenmeter. Und du wolltest ja nicht die Straße weiter runterrollen. Nein, nein. Ja, eben. Dann ist es jetzt halt Mountainbiken. Das ist kein Fahrradfahren. Ja. Bei meiner Definition schon. So, ich glaube, es ist der höchste Punkt. Oh. Ah. Boah, das hat 0 Grad. 0 Grad Wasser, frisch aus dem Dolomitenberg. Der korrekte Mountainbiker nutzt jede Gelegenheit zum Sitzen. Das ist so lecker. Ja, das stimmt. Immer diese Zwischenabhills. Ja. Gast. Doch, das geht runter. Tendenziell geht's bergab. Das weiß bloß der Weg hier nicht. Der Sitzschwung. Jiha! Man muss eigentlich gar nicht absteigen bei dieser Bank, oder? Nee? Nee? Ja, genau. Böse wie Skifahren. Slalom! Und jetzt springen wir einmal durch den Reifen, durch das Herz von Cortina. Wuhu! Café Royal. Oh. So muss eine Biketour aufhören. Das ist die allgemeine Pumperei am Morgen. Mehr Luft, Biene, mehr Luft. Wir brauchen mehr Luft. Und bei 4 Bar pumpt man schon ein bisschen. Ich wohl gerne im Regen. Ich nicht. Mich ganz schön quälen. Passo Giau von Cortina. 1200 Höhenmeter ohne Anhalten. Ah, ich glaube, Goldkettel hat einen Vogel. Und hier ist das Hütterl wenigstens auf. Hier ist nämlich ein bisschen ungemütlich. Jiha! Und das wenigstens auf. Ja, ach, Schwein gehabt. Ja, genau. Wo für die Straßenradler die Tour aufhört, fängt für die Mountainbiker die Tour erst an. Irgendwo da rauf in die Forcella Giau. Meine Schuhe haben nicht so einen guten Grip. Ja, das sind ja auch Halbschüchen. Ja.
Ja. Nicht raten, warum? Es ist ein Flowtrail. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es ein Flowtrail ist. Aber da fahren halt nicht so viele, da wird es spannend. Fahren. So. Ja, easy. Gipfelbild. Lachen wir auch? Ja. Okay, dann fahren wir jetzt runter. Weiter, weiter. Ja, und jetzt geht's nicht weiter. Nicht so leicht, aber geil! Finishtag 5 Caprile. Claudia, hallo, danke. Aber unbedingt, ohne Aperol Spritz geht ja keine Zeit. Hast du dich schon mal umgedreht? Geil, oder? Ja. Und wer zieht schon wieder davon in der Früh? Natürlich. Stark anfangen und das stark nachmachen. Ja, das ist eine gute Strategie. Von Caprile zur Marmolata. Das sieht aber schön aus mit dem frischen Schnee da oben drauf. Da muss man ganz schön kurbeln hier. Ja, die Sottoguda-Schlucht. Sieht ja mal wieder toll aus. Ich glaube, die ist seit 4 Jahren zu. Die spinnen doch. Okay, das ist mal eine amtliche Barriere. Oh Mann! Die können doch nicht 5 Jahre daran rumarbeiten, an dem Fluchtal. Also 6.188.046 Cent. Also für 6 Millionen Euro könnte es auch ein bisschen schneller gehen. Na gut, taktischer Rückzug. Ah, die Straße rauffahren und von oben in die Schlucht gucken. Die bauen ganz schön fiese Radwege hier. Statt dass wir gemütlich durch die Schlucht rollen. Hat mir noch niemand gezeigt, wie serpentieren geht. Ja, dafür war kein Geld da. Sind die Wadeln am Arbeiten. So, statt durch die schöne Schlucht dürfen wir jetzt hier durch den Hauptstraßentunnel fahren. Herzlichen Dank. Tunnel sind super. Kettle jagt Rennradler. Oder Kettle wird geschluckt. Kettle wird geschluckt. Kettle wird geschluckt. Na gut. Wenn man Serpentinen auf der Teerstraße fährt, heißt es, es ist sacksteil. Jiha. Wuhu! Passo Fedaya. Hauptsache lachen. Auch bei 400 Höhenmeter steile Tragestrecke. Vom Fedaya Pass zum Bindelweg. Gut, die Claudia hat noch gelacht hier. Ja, ups. Ich auch. Lustig. Lustig. Geht's schon. So geht's schon. Thank you.
Hast du ein Weißbier dabei? Ja, immer in meinem Rucksack. Gibt nichts auf der Bindelweghütte. Schaut aus wie böse Baustelle. Mein Gott, ist das geil. Gott sei Dank lachst du noch. Wie ist das passiert? Kann schon mal passieren, wenn jemand die Wall verweigert. Ja, ich bin leider zu ängstlich gewesen, aber das ist... Wie kriegt man das wieder auseinander? So. Oh. Oh, darf ich mitknuddeln? Klar. Oh. Da hinten? Ah, oh, ja. Der Himmel. Spritz und Chips. Wunderbar, danke schön. So muss die Tour aufhören. Grazie mille. Prost, Gruppetto. Sehr gut gemacht. Buongiorno! C'est la Ronda Bike Day! Wuhuhu! Ab jetzt läuft die Zeit! 8.30 Uhr! Keine Motorradfahrer, keine Autos, nur ungefähr 10.000 Radler. Jiha! Goldkettle hängt sich schon an ein Rennradler-Gruppetto. Claudia, da reißt eine Lücke auf! Mach sie zu, mach sie zu! Ja, ja! Ja, ah, gerettet. Wuhu. Und wie steht die Strichliste? Überholt versus überholt worden. Der Gegenverkehr nimmt zu, wir sollten langsam oben ankommen. Und dann nix wie runter von der Straße und rauf auf die Trails. Sella Ronda Bike Day. Ich glaube, die Zeit der einsamen Dolomiten ist vorbei für diesen Sommer. Aber ist auch mal lustig. Kommst ja gar nicht mehr durch hier. Passo Sella. Fahren ist mutig. Und? Was macht die Zeit? Mit dem Wurm war es irgendwie lustiger als gegen den Wurm. Schubidu. Steinerne Stadt im Sommer ist auch nicht scheußlich. Nee. Rifugio Comici. Und die Majestät. Leider trennen sich unsere Wege. Hier. Ab jetzt seid ihr für die Routenplanung verantwortlich. Ich komme doch nie nach Hause ohne Stefan. Ich hoffe, ihr findet den Rest bis zum Zug. Rote Verzweiflung. Ja, kommen wir von der Bergwacht? Ja. Dann ist ja kein Problem. Claudia,
Wir sind wieder allein. Ja. Aber wir sind in einer schönen Gegend hier. Wir fahren einfach noch 3 Tage weiter. Genau. Oh nein, Kettle wird schon wieder geschluckt. Dagegen halten, dagegen halten! Na gut. 7 Kilogramm Bike gegen 17 plus Gepäck. Soll ich die mal überholen? Ich überhole die jetzt mal. Nur so für Spaß. Ja, gestern der Einsatz. Der Massenauflauf war echt gut hier. Der Bindelweg war sowieso das Allerbeste. Von schönen Hütten bis überall Luxus.